Und jetzt, ich möchte mal, Herr von Posener, weil Sie vorhin sagten, so groß, man muss zu dem Krieg stehen, und Sie auch, Herr Bauer. Und Sie, Möller. Sie und im auch, Übrigen möchte ich Sie Ihnen sagen, darf dass ich meine, wir... Bitte den Satz zu Ende nein, sagen. Sie haben vorhin gesagt, Sie das möchte ich noch mal sagen, Sie haben gesagt, außer Herr Bahr sind wir alle drei für den Krieg. Das nein, ich bin uneingeschränkt mir. Dagegen. Ja? Ich habe gesagt, ich Sie bin sind nicht der große dagegen. Held, weil Sie da in Kabul rumgehen und als Journalist rumgehen. Setzen Sie sich mit der Uniform dahin, dann wissen Sie, was die Soldaten da durchmachen. Darf Sie ich? Kriegen eine Kugel im Kopf. So ja, sieht es nämlich aus. Darf ich Ihnen aber eines sagen? Sie können durch... Und das Schlimmste ist diese Intellektuellen, die als Journalisten da ihr Großes geschaffen haben, die dann auf einmal nach Kabul gehen und sagen, wir zeigen das jetzt mal, wie es ist. Fragen Sie den Soldaten, der hier vorne ist, ist der 8 Jahre gedient hat und so weiter. Darf ich bitte den Satz mal zu Ende sagen? Die können die Uniform nicht ausziehen. Lieber, wir müssen nicht lauter werden. Lieber Herr Totenhöfer, ich möchte das Argument noch mal bringen.